Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Anjas Mädelsabend. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das ich eigentlich liebe, nämlich Essen. Aber heute geht es um eine krasse Form und da kriege ich direkt Hunger auf Schokolade, weil über das, was wir heute sprechen, das hat nichts mit Zucker zu tun. Jetzt darf ich aber erstmal meinen prominenten Gast begrüßen und das ist nicht selbstverständlich, dass sie heute da ist, denn wir sind ja nicht RTL oder ProSieben oder Vox. Wir sind ein Regionalsender und trotzdem bist du zu uns gekommen, Anastasia. Schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Ja, danke für die Einladung. Wenn ich in der Nähe bin, dann komme ich natürlich auch vorbei. Ja. Ich kenne dich noch als MTV-Moderatorin. Das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre, knapp 20 Jahre her. So lange nicht. Aufgehört habe ich es schon über 10 Jahre. Aber ich war ja auch eine ganze Weile da. Ja. Ja, also 99 habe ich angefangen. Mhm. Also stimmt, vor 19 Jahren habe ich angefangen. Wahnsinn. Ja. Vermisst du die Zeit so bei MTV? Das war bestimmt cool, oder? Mit den ganzen Stars und so. Es war sehr cool, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst. Es war sehr cool. Nee, vermissen tue ich es nicht, weil ich bin nicht so der Typ, der ständig das Gleiche machen möchte. Ne? Es ist, entwickelt sich alles und ich glaube, so mit fast 50 bei einem Jugendsender zu sein, das wäre auch nicht so richtig gut. Aber man zieht es dir ja nicht an. Danke, danke. Du könntest ja alles noch machen. Ich könnte alles machen, ja. Aber ich, es könnte vielleicht an meiner Ernährung liegen. Vielleicht, da sprechen wir gleich drüber. Wer jünger ist, kennt dich eventuell noch als Außenreporterin bei Wetten, dass zum Beispiel oder von The Dome, RTL 2, gibt es ja glaube ich auch nicht mehr die Sendung. Stimmt, die gab es so lang diese Sendung, ja, schade, ne? Ja. 20 Jahre oder so, ja. Und 5 Jahre war ich am Start. Mhm. Irgendwann ist halt auch mal Schluss mit irgendwelchen Formaten. Es ist ein schnelllebiges Business. Hast du vielleicht auch schon mitbekommen? Nein. Heute sprechen wir über dich und deine Funktion sozusagen als Autorin. Du hast dieses schöne Buch geschrieben, ich darf es euch mal zeigen, Für immer zuckerfrei. Und das ist, was ich vorhin meinte mit der Tafel Schokolade. Wenn man es liest, hat man irgendwie direkt den Drang, jetzt muss ich Zucker essen, weil man es eben nicht darf bei dieser Ernährungsform. Wahnsinn. Schaffst du es tatsächlich, komplett den Zucker, also industriellen Zucker, aus deinem Leben zu streichen? Es ist tatsächlich im April, Mitte April sind es 12 Jahre. Wahnsinn. Das ist eine lange Zeit. Und nicht dürfen, finde ich auch nicht so richtig formuliert, weil ich finde, man sollte schon immer das machen, was man selbst für richtig hält. Mhm. Und wenn man sagt, ich will Zucker essen, dann sollte man das auch tun. Okay. Also so, nur weil es ein Trend ist oder weil ich jetzt hier sitze und das erzähle, das reicht nicht. Mhm. Und dann wird es auch nicht reichen, als Motivation so lange durchzuhalten. Und ich liebe es auch zu essen. Und ich möchte auch nicht auf diese Glücksgefühle verzichten, die man nach dem Essen, während des Essens hat. Aber die sind nicht verloren gegangen. Mhm. Das ist auch der Grund, warum ich bis heute zuckerfrei geblieben bin. Die positiven Aspekte waren halt so krass, dass ich dachte, wow, das ist ein neues, schönes Leben. Wahnsinn. Als du es angefangen hast, hattest du ja mal mit 3 Wochen zuckerfrei angefangen und danach ist auch im Buch so beschrieben, hattest du ein unfassbares Glücksgefühl. Wie kann man das denn beschreiben? Ist es so ein tolles Gefühl, wie wenn man sich jetzt nach einer Woche mal einen Schokokuchen gönnt? Oder ist es ganz anders? Also es sind halt sehr viele Dinge passiert über die lange Zeit, aber nach 3 Wochen war der Heißhunger weg. Mhm. Und das war ja mein Hauptgrund. Mhm. Alles andere, was dann noch kam, das wusste ich ja vorher gar nicht, weil niemand hat darüber gesprochen. Ich habe nichts darüber gelesen, gehört. Ich wusste nur eins, ich möchte nicht mehr diese unsäglichen Heißhungerattacken haben. Ich möchte nicht mehr nachts zur Tankstelle stampfen und einen Eimer Eis holen, weil ich so einen Heißhunger habe oder gerade Liebeskummer oder gestresst bin. War das echt so krass? Ja, ja, ja. Ich war Sugarholic. Also ich konnte auch eine ganze Tafel essen und ich bin ja wirklich winzig. Ja. Das ist schon extrem. Oder eine ganze Tüte Chips, da ist ja auch sehr viel Zucker drin, was man nicht immer sofort weiß. Mhm. Und diese Heißhungerattacken wollte ich nicht mehr haben. Und nach einer Stunde Essen hatte ich wieder Hunger, Heißhunger. Nicht richtigen Hunger, sondern Heißhunger. Das fühlte sich nicht gut an und ich habe schon gemerkt, dass ich ein Problem habe, dass es wirklich eine Sucht ist. Mhm. Und Neurologen sagen ja auch, dass ähnliche Prozesse im Gehirn losgetreten werden wie bei härteren Drogen. Ja? Wow. Glückshormone, Dopamin wird ausgeschüttet, das Belohnungszentrum ist aktiv und deswegen will man davon auch immer mehr. Und als dann nach 3 Wochen das aufgehört hat mit dem Heißhunger, auch die Lust auf Süßes, da dachte ich so, wow. Also ich hatte wirklich das Gefühl, das ist jetzt so eine Art Befreiung. Mhm. Also es fühlte sich ab da nicht mehr an wie eine Kasteiung und wie ein Verzicht. Und dann ging es los, ich wurde fitter, kein Heißhunger mehr, Hungersättigung pendelte sich ein. Über die Zeit wurde meine Haut frischer. Ich habe besser geschlafen, ich habe keine unreine Haut mehr gehabt, die wurde auch feinporig. Okay. Also es ging sogar rückwärts mit 37 war ich da ja schon. Ja. Mhm.
Und da gab es halt so viele tolle Momente, dass ich dachte, okay, da bleibe ich bei. Du sagst, du warst ein Schokaholic. Ab wann ist es denn eigentlich eine Sucht? Ab wann kann man das sagen? Ja, dann immer, wenn du dich unwohl fühlst. Ich glaube, das ist ein ganz guter Barometer, weil ein Arzt kann mir irgendwas erzählen oder die Wissenschaft oder irgendwelche schlauen Bücher. Aber wenn ich merke, dass es mir nicht gut geht, wenn ich keinen Nachschub bekomme oder wenn ich merke, dass ich Schokolade und Zucker für etwas benutze, also... Ich habe es ja gerade schon erwähnt, ja. Liebeskummer oder ich hatte Stress, mein Chef war gemein heute auf der Arbeit oder ich fühle mich schlapp, weil ich viel gearbeitet habe oder schlecht geschlafen habe. Ich brauche einen Energiekick und dieser Zuckerschub hat mir halt immer gut getan und wenn ich den nicht hatte, ging es mir nicht so gut. Okay. Dann wird man ja auch so unterzuckert, ne? Dieser Zustand, dieses zittrige Hände, weiche Knie. Und du wirst auch ein bisschen grantig. Ja. So ein bisschen zickig. Bisschen. Ja, nur ein bisschen. Aber wenn du sagst, so eine Tafel Schokolade war eigentlich nichts für dich, wo hast du das denn hingegessen? Hast du dann so gute Gene, dass dein Körper das einfach so verpufft hat, oder? Nee, an den Genen liegt es nicht, obwohl es da auch ganz viele unterschiedliche Meinungen gibt. Meine Mutter ist dick. Okay. Muss ich jetzt einfach mal so sagen, sorry Mama, meine Mama ist dick und auch in meiner Verwandtschaft gibt es viele Frauen, die übergewichtig sind, also genetisch würde ich glaube ich eher sagen anders, aber die TCM, die traditionelle chinesische Medizin, sagt ja, dass es gar nicht das Gen zum Dicksein gibt, es gibt nur die falsche Ernährung für den bestimmten Typen. Okay. Also das ist schon eine ganz andere Philosophie, die dahinter steht. Und ich habe halt, während ich Zucker gegessen habe, kräftig gegengehalten mit der griechisch-mediterranen Küche von zu Hause aus. Lecker. Und die ist ja komplett zuckerfrei. Okay. Außer im Dessert. Da ist dreimal so viel drin, sollte man weglassen. Ja. Und ich glaube, diese mediterrane, auch unter Kreta-Diät bekannt, die ist ja soll sehr gesund sein. Und ich glaube, die hat mir dann doch sehr geholfen, dass ich da nicht komplett auseinandergelaufen bin. Mhm. Dann war ich auch sehr aktiv, habe 7 Tage die Woche gearbeitet. Mhm. Wow, Gott. Ohne Pause? Ohne Pause, ziemlich viel, ja. Das, ja, ich hatte anscheinend Lust. Dann muss es auch raus. Aber dann war ich natürlich oft auch müde oder schlapp und dann hat die Schokolade geholfen. Mhm. Ne? Kommst du denn heute noch in Versuchung? Ich meine, Zucker lockt ja überall, selbst wenn man jetzt auf einem Familiengeburtstag mal ist und dann gibt es eben die griechischen Nachspeisen oder mal einen Kuchen. Hast du dann ein Verlangen danach oder ist das komplett weg? Das ist komplett weg. Sonst würde ich das auch so lange nicht schaffen. Mhm. Ich glaube nicht, dass wir Menschen als Spezies darauf ausgerichtet sind, uns permanent zu kasteien, zu disziplinieren und uns zu zwingen. Wenn man das so empfindet, dann hört man irgendwann auf. Jeder kann eine Diät machen, ne? So 3 oder 6 oder 8 Wochen schafft jeder. Jeder schafft es auch abzunehmen. Aber dieses Langanhaltende, dieses komplette Verändern einer Lebensweise, das funktioniert nicht meiner Meinung nach, wenn du dich kasteist und wenn du mit so Fäusten in der Tasche aufstehst und sagst, oh, du musst nicht. Nee, ist es nicht. Also ich lag auch letztens im Hotelzimmer, habe erst am nächsten Morgen gesehen, dass da eine Tafel Schokolade auf dem Kissen nebenan lag. Und ich gucke die so an und denke so, ach, guck mal. Überhaupt kein Interesse. Ach Mensch, kann und ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, das ist, ja. Wenn man, jeder hat ja irgendwelche Süchte, ne? Und wenn man sich das mal so überlegt, Rauchen oder Alkohol oder was weiß ich was, das ist schon sensationell. Ich habe jetzt vorhin mal so nachgedacht, was ich jetzt heute so im Laufe des Tages essen werde und wahrscheinlich ist da viel mehr Zucker drin, als ich mir jetzt eigentlich vorstelle. Wenn in der Zutatenliste kein Zucker drin steht, dann ist dieser Prozentsatz in der Nährwerttabelle nur die Angabe, wie viel Zucker von Natur aus drin ist. Eine Tomate hat ja auch eigenen Zucker, den darf sie aber haben. Der stört auch nicht und der macht keinen Heißhunger. Das heißt, man muss gar nicht mehr auf die Nährwerttabelle gucken, es sei denn, man möchte wissen, wie viel von was drin ist. Und man muss auch gar nicht mehr auf die Kalorien achten, weil du nimmst automatisch ab. Klar. Wirklich automatisch, ohne zu hungern. Ist mir halt auch passiert. 2 Kleidergrößen. Wahnsinn. Das ist natürlich jetzt eigentlich eine gute Nachricht für alle Frauen, ja, oder? Und deswegen, wenn eine Dattel, eine Tomate natürlichen Zucker hat, ist es okay. Mhm. Und mittlerweile, so nach 12 Jahren, stelle ich fest, dass es immer mehr Produkte gibt, die tatsächlich ohne Zucker sind. Wie zum Beispiel Tomatenpassata. Es gibt sogar auch Senf, Ketchup, Gewürzgurken, Rotkohl im Glas. Wurstaufschnitt nicht.
Ja. Habe ich letztens recherchiert, weil ich jetzt schon das nächste Buch schreibe. Okay. Ich esse zwar selbst keine Wurst, aber es gibt anscheinend keine Wurst ohne Zucker. Aber anscheinend gibt es einen Grund, warum da Zucker reinkommt. Das haben die mir jetzt nicht erklärt, aber ich habe da sowieso den Laden auseinandergenommen, weil da die Damen an der Theke das erst nicht wussten. Dann musste irgendjemand kommen, der Chef und so. Kann mir niemand sagen, ob da Zucker drin ist. Mensch! Hast du denn auch so Freunde in deinem Umfeld mit angesteckt, das mal mitzumachen? Haben die auch durchgehalten? Um etwas zu ändern im Leben, muss man ja einen Grund haben, ne? Eine Motivation, einen Grund. Und wenn es den nicht gibt, dann wird man das auch nicht machen. Also sprich so eine Art Leidensdruck. Ich habe eine Freundin, die hat in den letzten 3 Jahren 10 Kilo zugenommen. Okay. Und die ist so groß wie ich, das ist schon sehr viel. Und die hat versucht und hat es nicht geschafft. Und dann hat die heimlich, dabei hätte sie es von mir geschenkt bekommen, das Buch geholt letztes Jahr und dann angefangen. Und die hat dann 4 Monate später, habe ich sie gesehen, die hatte 7 Kilo abgenommen. Krass. Und die war so glücklich. Die hat vorher es nicht geschafft. Ja. Sie meinte, sie hätte auch nicht gehungert. Mhm. Ja. Und es gibt einige, die das tatsächlich auch ausprobiert und umgesetzt haben. Nicht alle sind so konsequent wie ich. Was ich sehr schade finde, weil so nach 3 bis 6 Wochen fangen ja erst die ganzen tollen Sachen an. Okay. Es ist ja so viel, dass du das erst erleben kannst, wenn du es länger machst. Ja. Anastasia, ich danke dir vielmals für deinen Besuch und ich kann euch dieses Buch wirklich nur ans Herz legen, denn wenn man es mal so liest, auch wenn man jetzt nie auf die Idee kommt, zuckerfrei mal leben zu wollen, aber allein dieses Glücksgefühl, das einem da versprochen wird nach 3 Wochen, das wäre doch mal ein Grund, das auszuprobieren. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss!